Proben für ein großes Jubiläum. 150 Jahre Mainzer Domchor. Einer der Sänger ist Gero Bollmann. Seit fast 5 Jahren dabei singt er jeden Sonntag im Mainzer Dom. Dafür opfert der 13-Jährige nach der Ganztagsschule jede Menge Freizeit. Nur einmal in der Woche ist er früh zu Hause und kann mit seiner Mutter essen. Und das Singen ist nicht Geros einziges Hobby. Montag gehe ich jetzt zum Domchor, Dienstag Kanu, Donnerstag Geige und Freitag dann wieder Domchor direkt danach. Geige spielen, Kanu fahren und singen. Ein volles Programm für den Schüler aus Oberolm. Zum Domchor kam er auf Empfehlung. Meine Geigenlehrerin hat mich sozusagen vorgeschlagen, dass ich in den Domchor gehe. Dann bin ich zu meinem Breinschaft gegangen und habe bei ihm vorgesungen. Und dann wurde ich sozusagen aufgenommen. Nachmittags fährt seine Mutter ihn dann auch schon wieder zur Probe des Mainzer Domchors. Der wurde 1866 gegründet. Seitdem ist er nicht nur fester Bestandteil der Gottesdienste. Die Mainzer geben Konzerte auf der ganzen Welt. Und die Jungen und Männer singen auch bei besonderen Anlässen im Dom, wie bei der Verabschiedung von Karl Kardinal Lehmann. Aber auch mal im Fußballstadion, wie hier 2005 beim U21-Länderspiel Deutschland gegen England. Für Carsten Storck, der den Domchor seit 2012 leitet, ist dieser etwas ganz Besonderes. Der Chor ist zwar 150 Jahre alt, aber doch ein ewiger Jungbrunnen. Das ist ein ganz junger Chor mit jungen Menschen, mit Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und dieser Chor verjüngt sich ja seit 150 Jahren. Das ist einfach unglaublich erfüllend, dass sie in jeder Chorprobe mehr von den Kindern zurückbekommen, als sie es in die Probe hineingeben als Erwachsener. Und das ist eine Erfahrung, die ich hin und wieder mit erwachsenen Chören auch mache, aber die ist eigentlich in so einer konzentrierten Form bei uns im Mainzer Domchor eigentlich in jeder Probe gibt. Und das ist das Highlight für mich. Gero schätzt am Domchor auch die Gemeinschaft. Ganz besonders mag er die Reisen. Sein Highlight? Chicago. Was habt ihr da gemacht? Wir sind rumgefahren und haben Konzerte gehalten und hatten halt Programm. Jetzt steht auf dem Programm erstmal das Konzert am Sonntag. Und da sind alle schon ein bisschen aufgeregt, auch der Chorleiter. Bei mir persönlich steigt ein ganz klein wenig die Nervosität von Stunde zu Stunde. Das ist eine ganz große Aufgabe, der wir uns stellen. Nur mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein so großes oratorisches Werk in den Dom zu bringen. Und ich bin gespannt und bin froh und glücklich, dass wir das bis hierhin geschafft haben und hoffe, dass es ein schönes Konzert wird. Für Gero heißt es bald Pause machen. Mit 13 Jahren steht er kurz vor dem Stimmbruch. Danach will er aber auf jeden Fall als Männerstimme zurückkommen. Wie schon viele vor ihm seit 150 Jahren.